Ich möchte mich bedanken für 25,5 Jahre toller Tätigkeit in diesem Haus. Tja, selbst mir passiert sowas. Aber. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich entschuldigen bei denen, denen ich mit meiner zugegebenermaßen manchmal sehr spitzen Zunge weh getan habe. Es lag manchmal nicht in meiner, meistens nicht in meiner Absicht, aber manchmal schon. Ich möchte mich bei dem Kollegen Dr. Stegner entschuldigen, der zu meinem Lieblingscounterpart geworden ist, und ihm sagen, der bleibt hier. Nun weiß ich nicht, ob das Glück oder Strafe ist, um das mal so zu sagen. Aber ich möchte ihm sagen, Herr Dr. Stegner, Sie haben mit Ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten eine große Verantwortung, und die wird stärker werden in diesem Parlament. Sie müssen nur nach gegenüber gucken, und ich bin sicher, dass Sie dieser Verantwortung gerecht werden, jedenfalls hoffe ich das. Und ich möchte mich für sehr viele, sehr scharfe Debatten auch bei Ihnen bedanken und sagen, trotz aller Widrigkeiten, das Parlament wäre ohne Sie definitiv ärmer gewesen. Ich möchte mich bei Bündnis 90 Die Grünen bedanken, dass Sie mich so lange ertragen haben, und mittlerweile beginnen wir ja, uns lieb zu gewinnen, und jetzt muss ich gehen. Ich werde versuchen, das trotz aller Widrigkeiten auf Bundesebene nachzuholen, was bisher nicht gelungen ist, aber da ja Robert Habeck sich entschieden hat, mir nach Berlin zu folgen, und ich hoffe, es funktioniert, kann daraus ja doch noch was werden. Ich möchte mich bei der Union bedanken, bei Daniel Günther. Ich hoffe, ich habe Ihnen, Herr Ministerpräsident, heute nicht geschadet, indem ich gesagt habe, Sie seien in 6 bis 8 Jahren so weit, Bundeskanzler muss für Deutschland zu werden. Ich hoffe nicht, dass die Kanzlerin nun schon einmal ein Meterband angelegt hat, aber es ist meine feste Überzeugung. Ich möchte mich bei der CDU-Fraktion bedanken für wirklich Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit, insbesondere bei dir, mein Freund Hans-Jörn Arp. Das ist selten, dass man im politischen Betrieb in dem hohen Alter, das uns beide hier auszeichnet, noch Freundschaften schließen kann. Ich möchte mich bei meiner Fraktion bedanken, beim SSW sowieso, denn der Kollege Harms ist ja also ein Meister der Verbindung. Mit dem SSW kann man nicht nur politisch zusammenarbeiten, sondern auch daneben natural. Natural, ich wollte damit sagen, ich habe meine Wettschulden, meine alkoholischen Wettschulden vollständig bezahlt. Ich bin deshalb also auch in der Lage, entlassen zu werden. Jedenfalls auch herzlichen Dank an euch und an meine Fraktion. Ihr wart so zauberhaft und traumhaft und habt mir so viel ermöglicht. Ja. Bevor ich nun, Herr Präsident, Ihnen mitteile, dass ich als Vizepräsident auch Zeitüberschreitungen zulasse, möchte ich auf eins noch hinweisen. Und das ist eine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen. Macht euch nicht so klein. Wir hatten gerade im Deutschen Bundestag die Diskussion über das Gesetzgebungsverfahren, wie Diäten angepasst werden. Und wir können machen, was wir wollen. Es gibt immer Menschen, und zwar Menschen, die nicht begreifen, was Parlamentarismus und Demokratie eigentlich bedeuten, die in Frage stellen, ob die, die wir im Parlament sitzen, das Geld wert sein, was wir bekommen. Ihr seid es, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle wert. Ich kann das sagen, bei mir keiner nachträgt, dass ich im Parlament sitze, weil ich Geld verdienen will. Und von denen, die hier sitzen, sind das die wenigsten. Die meisten machen einen richtig tollen Job. Wenn aber Medien, Massenmedien, die Frage stellen, wie teuer Demokratie ist, dann müssen wir Ihnen selbstbewusst beantworten, das Teuerste ist nicht Demokratie. Denn sie kostet Freiheit und unter Umständen auch das Leben. Wir müssen unsere demokratischen Grundwerte verteidigen, auch gegen diejenigen in den eigenen Parlamenten, links oder rechts, vor allem in den Medien, die das parlamentarische System und damit die Abgeordneten in Frage stellen. Seien wir selbstbewusst genug, mit geradem Kreuz rauszugehen. Dieses Land hat diese Demokratie und diesen Parlamentarismus verdient, und Schleswig-Holstein hat dieses Parlament verdient. Ich bedanke mich ganz herzlich. Moment. Ich sage jetzt nicht auf Wiedersehen, sondern einfach nur Tschüss und viel Erfolg weiterhin.